Willkommen zu einer neuen Runde Timolia One-on-Ones. Tut mir leid, euch unterbrechen zu müssen, aber ich bin gerade in Berlin, wenn ihr dieses Video seht. Und ich wollte einmal ganz kurz anmerken, auf meinem Instagram gibt es dazu wahrscheinlich ein paar lustige Stories. Und davon wird definitiv kein Vlog kommen. Das heißt, wenn es euch interessiert, dann checkt mein Instagram aus. Da heiße ich gamerfall_thereal. Also checkt ihn einfach mal sowieso aus. Folgt mir da. Alles unten in der Beschreibung verlinkt. Kurs geht raus und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ich habe irgendwie das ungute Gefühl, dass es langsam zur Tradition wird, dass ich mich am Anfang von jedem Video irgendwie entschuldigen muss, dass so lange nichts kam. Ja, diesmal war ich tatsächlich krank und es wäre mir auch lieber gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre. Relativ naheliegend, I guess. What the fuck? Seit wann startet man hier? Das ist neu. Ach so, ganz kurz zu Beginn, Freunde. Wir machen das genauso wie im letzten Video. Ich schreibe euch jetzt rein, wie viele Fights ich gemacht habe. Und ihr schreibt mir mal bitte rein, was ihr denkt, wie viele gewinnen. Der Typ ist nicht gut. Also ich bin mir nicht sicher, aber seine Range sah eben so unglaublich weird aus. Was auch sehr interessant ist, ich habe eben festgestellt. Komm, Digga, ich hol den. Das wäre jetzt nicht mein bester Move. So, was ich eben erzählen wollte, ich habe eben festgestellt, dass es jetzt OBS Studio 27.1.3 gibt. Ja, also wie der Zufall so will, bin ich nicht so der, der regelmäßig Updates macht. Wie gesagt, OBS 27.1.3, ich bin noch auf der soliden Version OBS 21.1.2. Digga, man merkt, ich mache Updates sehr regelmäßig. Ich habe, glaube ich, seit 2018 keine Updates mehr für OBS gemacht. Ich habe auch, glaube ich, schon seit dem Jahr keinen Grafiktreiber-Update mehr gemacht. Ist einfach grundlegend sehr, ich kümmere mich da schon um sowas. Für mich ist es allerhöchste Priorität, meine Programme alle up-to-date zu haben. Ja, aber ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht, falls ihr es wisst, aber so zum Beispiel Tim und ich haben oft gemacht, dass wir beide aufnehmen und ich dann halt zwischen den Views hin und her schneide. Falls ihr diese sehr geilen Videos noch nicht kennt, werde ich euch jetzt einfach mal oben rechts in der Infokarte ein paar davon verlinken. Ja, auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, ich musste Tim ursprünglich halt sein OBS konfigurieren. Und ich habe null durchgeblickt. Nice. Aber wirklich 0,0. Ja, und keine Ahnung, ich meine, mein OBS funktioniert auch so. Also ich mache grundlegend auch keine Updates. Ich habe, seitdem ich mir auf meinem MacBook Final Cut gedownloadet habe, auch kein Update mehr gemacht. Ah, perfekt. Danke, Digga. Ja, also wie gesagt, ich bin nicht so der Typ, der Updates macht. Aber mein OBS ist... Hallo? Mein OBS ist von 2018, aber es macht, was es soll. Ich meine, ich bin auch zwei macOS-Versionen hinterher. Wobei das absichtlich ist, weil ich das neue macOS designtechnisch... Digga, das hätte ein Drittklässler besser hinbekommen. Und keine Ahnung, was er versucht hat. Ist die Map jetzt irgendwie doppelt? Weil eben bin ich da unten gespawnt. Keine Ahnung. Ja, Digga, du spammst mich mit dem Bogen, der keinen Damage macht. Ich erzähl mal weiter fürs Video, okay? Sind wir so? Perfekt, Digga. Nee, aber tatsächlich mit den macOS Updates, die habe ich absichtlich nicht mehr gemacht. Also so Sicherheitsupdates und sowas mache ich noch. Das macOS nach macOS Catalina sieht einfach aus wie fucking iPadOS. Das brauche ich nicht auf dem MacBook. Bye, have a great time. Haust rein, Bro. Hi. Ah, perfekt. Er schmeißt einfach mal seine Blöcke runter. Sorry, das musste jetzt aber einfach sein. Bruder, wer ist Erden? Digga, was sollte das werden, wenn es fertig ist? Digga, ich sag's dir so, wie es ist. Das ist der beste Fight, den ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe gerade. Digga, ich hab den eben schon mal hochgelassen und das hat auch nicht lange gehalten. Ja, und dann fängt er an, mich mit dem Bogen zu spammen, der keinen Damage... Also, sorry, aber das ist irgendwie... I don't know, hab ich bis heute noch nicht verstanden, was der Sinn dahinter ist. So, keine Ahnung, checken die das wirklich nicht? Ist es so schwer zu verstehen, dass Schneebälle in Minecraft keinen Schaden machen? Und was ist jetzt seine Mission? Oh, mir einen Highground-Hit zu geben. Digga, was wird das? Was? Ja, Digga! Du kriegst die Hits, wenn du mich nicht mal anschaust. Oh, Digga, also sein Ping schiebt aber ganz anders. Sieht mir auch nicht nach 117 aus. Das sieht mir eher nach 1117 aus, Digga. Was will ich gegen den 700er-Ping machen? What the fuck? So, Leute. Letzter Fight.
mal behaupten, die müssen wir jetzt noch gewinnen. Mano, schade, dass ich ihn drüber gerüstet habe. Ja, Digga, und der läuft jetzt erstmal weg. So Leute sind mir immer sympathisch. Und er versucht mich jetzt in die Trap zu spliefen. Digga, das verstehe ich nicht. Da spielt er jetzt wirklich um die Ehre seiner Mutter. Digga, der spielt jetzt wirklich, als wäre dieses Game sein Leben und versucht mich die ganze Zeit zu trappen und so. Digga, ist der so low? Da muss einfach, es ist ja. Erstmal ernsthaft, ich habe noch nie jemanden so geistig low spielen. Also, Digga, erstmal ernsthaft. Ich hatte, glaube ich, selten so einen Hurensohn auf Timolia drin. So, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir doch sehr gerne mit einem Like, einem netten Kommentar. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, um keinen Stuff mehr zu verpassen. Folgt mir auch auf Twitch, Twitter und Instagram. Das ist alles unten in der Beschreibung verlinkt. Würdet ihr mich krass mit supporten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder Twitch-Stream wieder. Bis dahin. Ciao.